Klasse, diese Biomasse. Im Rahmen des diesjährigen Umweltprojekts zum Thema Wald konnten das die Schüler der Nachmittagsbetreuung an der Mittelschule Fichtach selbst herausfinden. Bereits seit 7 Jahren engagiert sich Alois Pinsel ehrenamtlich für dessen Durchführung. Die Kinder sind unsere Zukunft. Für sie ist das Thema der Energiewende einer der wichtigsten Parameter. Die Kinder lernen, sich mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen. Und die ökologischen Grundsätze kann man so den Kindern teilweise auch spielerisch näher bringen. So decken die Projekte der vergangenen Jahre bereits ein breites Themenspektrum ab. Von Tierschutz und Recycling bis zur Energieeinsparung und Stromgewinnung durch Wasserkraft. Im laufenden Schuljahr wurden verschiedene Inhalte zum Themengebiet Wald bearbeitet. Der Wald ist ein Ökosystem, da wo die Vögel leben und die Tiere auch. Und der Wald reinigt auch die Luft. Und das Holz ist auch da für das Bauen und zum Heizen. Im Rahmen des Projekts erstellen die Schüler Lernplakate, besichtigen Betriebe und werden sogar selbst handwerklich tätig. Dafür wird jedes Jahr eine Schülerfirma gegründet. Nistkästen haben wir in unserer Schulfirma hergestellt. Die wurden dann an eine andere Firma verkauft und die stehen jetzt im Park oder hängen im Wald, überall, wo halt solche Vögel sind, zum Nisten. Und mit dem Geld, das wir da halt verdienen, damit finanzieren wir unser Projekt. Die Ergebnisse werden schließlich in einer Ausstellung präsentiert. Um die Bedeutung der Ökologie und Energiewende nach außen zu tragen, geht sie jedes Jahr in Kaufhäuser, andere Schulen, Rathäuser und Banken auf Wanderschaft. Ein Energiewendeprojekt, das in erster Linie bei den künftigen Beteiligten ansetzt und diesen die Themen Energie und Nachhaltigkeit auf abwechslungsreiche und spielerische Weise und mit großem Praxisbezug vermittelt.